Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming TV und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ihr seht es ja schon, Assassin's Creed Origins. Ich habe es mir mal gegönnt, weil ich war richtig heiß auf das Game, muss ich sagen. Eigentlich hatte ich ja der Serie so ein bisschen den Rücken gekehrt nach Unity, weil Unity mir eigentlich gar nicht mehr gefallen hat. Das war einfach immer das gleiche wie in den Vorgängern, nur halt in einer anderen Stadt, kann man sagen. Und ich weiß nicht, mir hat es einfach nicht mehr so gefallen. Was ich dann von Assassin's Creed Origins gesehen habe, dass es sehr, sehr viel Rollenspielelemente drin haben soll, habe ich richtig Bock drauf bekommen, weil man kann ja Waffen craften, man kann verschiedene Waffenstärken finden, heißt blaue, lilane, gelbe Waffen. Das ist wie halt in einem Rollenspiel oder vielleicht so eine Art MMO vielleicht. MMO ist es natürlich nicht, weil wir halt weil es halt ein einzelnes Singleplayer-Game ist, sozusagen. Man kann bestimmt auch online spielen, aber so eine Art MMO, ja, kann man nicht sagen. Aber die Rollenspielelemente sind drin und auf die habe ich mich schon richtig gefreut. Und was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe ja schon mal ein bisschen reingeguckt, also jetzt nicht hier am Spielen, sondern halt auf YouTube mal. Und ja, es hat mich richtig angefixt, muss ich sagen. Also richtig, ich bin sozusagen mit auf den Hype-Train aufgesprungen. Genau. Ich werde auch jetzt in Zukunft die anderen Projekte ein bisschen hinten anstellen, also nicht komplett aufhören, weil komplett aufhören will ich sie nicht, dafür gefallen sie mir zu gut, sei es Dying Light oder halt auch Destiny. In den Spielen bin ich ja immer noch voll drin, spiele auch im Clan richtig mit und deswegen kann ich es auch nicht hinten anstellen und will sie auch nicht hinten anstellen. Also verzeiht es mir jetzt ein bisschen, wenn in nächster Zeit ein bisschen weniger von den Games kommt und dafür halt mehr von Assassin's Creed. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal rein. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, Leute. So wie auch in den anderen Projekten. Das freut mich wirklich riesig, dass er da immer schön fleißig kommentiert, Likes gibt oder auch ich Abos bekomme. Gefällt mir richtig gut. So, schauen wir mal auf X. So, das haben wir eigentlich vorher schon gemacht. Wir spielen natürlich auf Deutsch. Deutsch ist schon ausgewählt. Okay, fortsetzen. So, passe die Helligkeit an, bis das Symbol gerade noch zu sehen ist. Ja, so wird es eigentlich passen, aber ich mache es immer ein bisschen heller, weil es, glaube ich, in den Let's Play, also in den Aufnahmen, dann einfach ein bisschen besser alles zu sehen ist und für euch natürlich auch besser ist. So, willkommen bei Assassin's Creed. Bei vollständiger Ausrüstung deines Assassinen, exklusive Twitch Prime-Inhalte, das machen wir alles nicht. Zum Ursprung der Brüderschaft, was ist das? Entdecke Geheimnisse und Mythen, während du zu dem Gründungsmoment reist. Zum Ursprung der Assassinenbrüderschaft. Keine Ahnung, was das ist. Helligkeit, okay. Das lassen wir alles. Audio. Sprache ist Deutsch, Untertitel machen wir an, das passt alles, das passt auch, okay. Was ist das hier? Okay, hier können wir noch nichts drücken, vielleicht spielt man das erst frei oder so. Kann man die Schwierigkeit einstellen? Kann man, glaube ich, gar nicht, oder? Gameplay. Okay. Aber irgendwie, als wenn hier was fehlen würde. Okay, wir spielen jetzt einfach mal. Und ich mache auch jetzt mal das Bildmachgerät an. So, hi Leute, da bin ich. Und wir schauen doch jetzt mal. Gehen wir mal auf Spielen. Neues Spiel natürlich. Und wir spielen auf Normal. Okay, ich glaube, das wird so eine Art Ladebildschirm sein oder sowas. Okay, speichert. Ubisoft Präsenz. Ich mache das Bild noch, geht wieder mal weg, wenn jetzt eine Zwischensequenz kommt. Oase von Siva.
Schaut schon sehr, sehr nice aus mit den Elefanten und alles. Unser Assassine. Ich finde das Setting übrigens richtig geil mit den alten Ägyptern. Ich mag das ja extrem gerne. Pharaonen, Göttern und so weiter, die ganzen Mythen. Ein Jahr später. Knickpyramide. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir Rucek. Wir werden dich finden, wenn du schläfst! Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten und ich werde euch alle töten! Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva! Boah. Alles klar. Ich glaube, der behält die Maske ein bisschen länger auf. Die Pathos, Rucek Leibwache. Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Okay, unser erster Kampf schon. Du magst schnell sein, Magi, aber ich bin stärker. What? Und ich habe ja eine Vermutung, oder es wäre ja mal richtig nice, wenn es so ein bisschen Dark Souls-artig ist. Also vom Kampf zumindest her, dass man da so ein bisschen ausweichen kann und sowas wäre richtig cool. In den anderen Teilen musste man nur anvisieren und kontern. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen! Mögest du es sein! Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Anuse, übrigens der Gott der Toten. Ja, und da haben wir schon eine neue Waffe. Soll ich den tragen oder was? Na. Tragen wir mal. Was ist da passiert?
Nick, kein Ausgang. Ablegen. Okay, ich mache das Bildmachgerät wieder mal an. So, okay. Ausrüstung, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier was Neues bekommen, auf jeden Fall. Und zwar den Streitkolben. Qualität, wahrscheinlich heißt es Qualität 6, oder? Aber ist sehr langsam. Können wir nicht in den zweiten Slot reinlegen? Nee, hier können wir noch gar nichts reinlegen. Aber wir nehmen es trotzdem mal. 38 Schaden pro Sekunde, 37 Schaden. Okay. Ziele, was haben wir hier alles? Die Schlange. Der Reihe. Ach du Scheiße. Sind es unsere Hauptziele oder was? Einer der Maskierten. Einer der Maskierten. Ich glaube. Rutschig vorbei, ist Opfer. Okay, ich glaube, das war der, den wir gerade gekillt haben. Alles klar. Hier gibt es keinen Halt. Haltesteuerkreuz nach oben gedrückt, einen Weg in einen anderen Raum. Den Animus-Impuls einzusetzen, um verborgene Objekte. Okay, hier scheint was zu sein. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Okay. Ja, ich denke mal, es wird jetzt noch eine Art Tutorial sein zum Anfang. Um die Fackel herauszuholen. Ah, okay. Können wir hier jetzt... Nee. Okay. Das Einzige, was mir jetzt schon ein bisschen auffällt, ist, dass es, oder mir kommt es halt nur so vor, dass der Charakter ein bisschen schwergängig ist, also ein bisschen schwerfällig irgendwie. Irgendwie so kommt es mir so vor, als wenn er nicht so präzise steuert. Aber es kann natürlich auch eine Einbildung sein jetzt zum Anfang. Und ich weiß eben nicht, wie viel man hier jetzt schon finden kann oder sowas. Kann man hier hochspringen? Hier kann man hochklettern. Ah, hier kann man auch hochklettern. Ob man hier schon irgendwie Kisten finden kann oder sowas? Oh, lecker. Verliere gleich Energie. Aber ich hoffe, die füllt sich wieder alleine auf. Okay, füllt sich auch alleine auf. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Okay, hier ist eine Kiste. Okay, da haben wir Goldstücke gekriegt. Das wird die Währung sein, denke ich mir. Können wir hier hoch? Okay, kann man hochklettern. Ja, wo müssen wir jetzt weiter? Müssen wir da vorne weiter? Unten sind auf jeden Fall Schätze. Oder wir müssen halt hier dann weiter. Oh, ganz gemütlich. Ich wollte eigentlich hier runter. Reichtümer der Vorfahren. Ich muss natürlich gleich alles mit, was geht. Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Ach, der hat doch genug.
Oder gehabt, sagen wir mal so, der hat genug gehabt. Und ich glaube, ich werde hier auch bei dem Game die Parts ein bisschen länger machen. Also, ich denke mal so eine halbe Stunde oder so. Weil das doch ziemlich groß sein soll, das Spiel. Und wenn wir hier zu viele kleine Parts machen, das dauert dann einfach ja zu lang. Okay, mir ist ja wurscht, wie lange das dauert, aber ihr wollt ja bestimmt auch dann Fortschritte sehen, sage ich mal. Klettern wir mal hoch. Irgendwas haben wir da hinten übersehen. Ah, okay. Okay, glaube ich, müsste eigentlich alles haben jetzt. Also ich sehe zumindest nichts mehr. Mach nochmal an. Klettern wir doch mal da hoch. Okay, kommen wir nicht hoch. Können wir da ranspringen? Nee. Okay, dann muss ich normalerweise wieder zurück. Gehen wir da wieder hoch. Alles klar. War doch auch noch was, oder? Hier sind wir auf. Hä? Irgendwo war noch hier noch ein Gang. Ah, da. Oder hier geht's bloß runter wahrscheinlich wieder. Okay, hier waren wir schon. Alles klar. Ja, ist wirklich nice, dass mir die Schätze anzeigt. Aha, da oben. Licht. Fallen zu lassen. Und jetzt ist er weg, oder wie? Okay, wir können jederzeit eine neue holen. Okay, das wollte ich wissen. Okay, hier ist ein Riss. Alles klar. Soldaten. War ja klar. Was war das?
Schnappt ihn! Still! Hepzifer! Pass auf! Bayek, bist du das? Das ist ein Hinterhalt! Wem sagst du das? Da drüben ist er! Tötet ihn! Tötet seinen Freund, ich kümmere mich um den Hinterhalt! Du solltest doch tot sein! Du wirst sterben, dafür sorgen wir schon! Okay, der Keule, ich weiß nicht, ob das meins ist auf die Dauer, weil das ist jetzt ziemlich langsam. Dann mache ich lieber ein bisschen weniger Schaden, bin aber ein bisschen mobiler. Was? R1 plus R2. Oh, what the fuck? Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Okay, es ist praktisch mein Hauptstory, sozusagen, diese vier Könige sozusagen killen. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Ah, da komm bist du, Junge. Dann mal los! Das ist aber ganz schnelles Kamel. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ah, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Okay. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht. Ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Sveni. Schaut schon richtig nice aus, muss ich sagen. Was ist hier geschehen? Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Okay, wir haben schon erstes Fragezeichen, 400 Meter entfernt. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Neuer Ort entdeckt, Siva. Willkommen in Ägypten, würde ich sagen. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe, eure Güter, die Einheimischen eure sehen Kinder, mitgenommen ja, aus. Sogar euer Leben. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Boah, wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Hier gibt's wirklich viel zu tun, glaube ich. Jetzt folgen wir erstmal dem. Überall die Statuen hier. Cool gemacht. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Der Ibis. Er ist die Plage okay. Dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist.
Anfangs tranken sie nur, stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Er wird praktisch in jeder Region so eine Art Hauptmann oder Leutnant geben. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Dann kann ich absteigen. Ah, okay, draufbleiben. Okay, Leute, ich würde sagen, dafür machen wir jetzt schon mal Schluss mit der ersten Folge und machen hier einen Cut. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Denn dann werden wir nämlich in das Haus da reinschauen, unser altes Heim sozusagen. Und werden mal schauen, was dort drin, ja, was uns dort erwartet. Genau, bis dahin würde ich sagen, noch viel Spaß mit den anderen Projekten auf meinem Kanal. Unterstützt mich schön, gebt mir ein Like, Kommentar oder was ihr wollt. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.